Also wie die Fotografie in 5 Jahren aussieht, kann ich nicht direkt sagen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich weiß, wie die Fotografie jetzt aussieht. Die Fotografie ist meiner Meinung nach so das Wichtigste von allen. Also ich bin ja Bildregisseur, Bildbearbeiter und ich weiß, dass das Thema vor 8 Jahren noch so intensiv war, dass jeder Bildbearbeitung haben wollte. Das heißt, Bilder, die fotografiert wurden, die mussten nachmanipuliert werden, dass sie halt für die Masse entsprechend aussieht. Aber inzwischen so von Zeiten, wo alle eine Handykamera haben, wo die Kamera vom iPhone besser ist als irgendeine Kamera, die man mit sich mitschleppt, ist irgendwie jeder inzwischen zu einem Profi-Fotografen geworden, weil man hat inzwischen die Funktion, Unschärfe zu machen. Ich meine, bisher war es immer so, man hat ein Bild gesehen von einem Fotografen, da war der Hintergrund unscharf und hat gesagt, das hat ein Profi gemacht. Aber inzwischen ist es so, man kann es ja selber mit dem Handy machen und dann haut man so einen Instagram-Look drauf, perfektes Bild. Und die Leute, glaube ich, wissen, was sich hinter der digitalen Bildbearbeitung versteckt. Das heißt, Bildmanipulation, alles drumherum, durch Instagram, Filter, bla bla bla. Und wissen es nicht mehr so sehr zu schätzen, wie viel Aufwand eine digitale Bildbearbeitung ist. Und ich glaube fast, dass das Thema Fotografie sehr, sehr wichtig geworden ist. Also es geht gerade für mich gerade nur noch um Fotografie. Ich war heute auf der Fotokina. Ich war vor 5 Jahren auf der Fotokina und das Thema Bildbearbeitung, Apps, bla bla bla, Bildmanipulation ist nicht mehr so entscheidend. Die Leute wollen mehr fotografieren, vor allem das Volk fotografieren jetzt auch alle. Schwer zu sagen, also ich weiß nicht, wo es in 5 Jahren ist, aber ich kann jetzt sagen, dass das Thema Fotografie gerade ein sehr, sehr heißes Thema ist. Ob es jetzt mit Systemkameras ist oder Vollformatkameras ist, keine Ahnung, aber Handyfotografie ist für mich das Ding. Also meine Oma hat ein Handy, meine Oma macht Bilder mit dem iPhone und das sagt mir schon, Handyfotografie ist so die Fotografie.